Schönen guten Abend und willkommen zum 7. Netzpolitischen Abend. Mein Name ist Claudia, ich komme von Wikimedia Österreich. Wir sind der Förderverein hinter der Wikipedia und ihrer Schwesterprojekte und ich habe heute die schöne Aufgabe, durch den Abend zu führen. Als erstes möchte ich mich wie immer bei MetaLab bedanken, die uns heute wieder hier beherbergen mit der Veranstaltung und außerdem bei Herbert und Radio Froh, die Live-Mitschnitt von dem heutigen Abend machen, was in diversen offenen Radiosendern dann quasi zu hören sein wird und auch für alle, die nicht dabei sein können, daheim zum Nachhören oder falls man sich nochmal den ein oder anderen Vortrag zu Gemüte führen möchte. Zum Ablauf ganz kurz, es gibt wie immer drei kurze Präsentationen zu verschiedenen Themen. Wir haben heute alles dabei von Open Data Pionieren über Hacker, die Schule machen, bis hin zu einem Atlas für eine bessere Welt. Und nach den drei Präsentationen besteht wie immer die Möglichkeit, auch kurze Lightning Talks zu halten. Dazu möchte ich euch bitten, dann kurz hier euren Namen und das Thema einzutragen oder nach den Lightning Talks noch Veranstaltungshinweise abzugeben. Das ist auch hier unten, dann bitte kurz den Titel und den Namen eintragen, damit wir euch dann kurz anmoderieren können. So, und dann möchte ich schon mal den ersten Redner auf die Bühne bitten, sozusagen. Unseren Rudolf Legert, Vorstandsmitglied der Internationalen Gesellschaft für Umweltschutz. Und er wird uns heute berichten, wie das österreichische Umweltinformationssystem oder die Umweltinformationspolitik Vorreiter war für Open Government Data in Österreich.